Hey, ich bin's wieder, Chris. Ich will euch heute mal Funnel Cockpit kurz vorstellen. Das ist die Software, die ich gerade nutze, um meine Webseiten zu bauen und vor allem natürlich auch Funnels, also diese Prozesse, wenn es von der einen zur nächsten Seite geht und sowas, diese logischen Abfolgen halt. Und es geht damit echt super. Und ich liebe Funnel Cockpit einfach nur. Deswegen gehen wir direkt mal rein und ich zeige euch das. Ja, Link packe ich euch auch unten in die Beschreibung. So, und da sehen wir hier erstmal eine kleine Übersicht. Kann man sich am Anfang einmal kurz durchlesen. Stehen interessante Sachen hier drauf. Was einen alles so erwartet, schon mal so ein bisschen. Und dann sieht man hier schon den Button, jetzt 14 Tage testen. Ja, kann ich jedem empfehlen. Habe ich am Anfang auch so gemacht, natürlich. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch eine andere Option gibt. Ich glaube sogar, man kann, also man muss es sogar 14 Tage testen, aber es ist ja gut, so kann man es einfach kostenlos 14 Tage ausprobieren. Und ja, ich war nach den 14 Tagen so begeistert, dass ich danach nichts mehr anderes wollte. Deswegen könnt ihr euch ja selbst überzeugen. Man kann natürlich jederzeit innerhalb der 14 Tage kündigen und muss dann halt gar nichts bezahlen oder nur diese 97 Cent, was ihr ja gleich sehen werdet. Ja, dann kann man natürlich noch wählen zwischen monatlicher und jährlicher Zahlung. Ich werde bei mir bald auch mal auf jährlich umstellen, weil ich finde es besser, wenn ich einmal was zahle und das dann weg habe. Und man spart zusätzlich noch 15% natürlich. Ja, aktuell nutze ich das kleinste Paket, Lite. Reicht vollkommen aus, noch für meine Zwecke auch. Und da zahlt man eben dann nach den 14 Tagen 47 € im Monat. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, werden dann so 55 sein mit Mehrwertsteuer. Aber hey, für das, was man bekommt, ist es immer noch ein Top-Preis. Wir sehen hier schon, man hat natürlich den Page-Builder mit drin. Hier bei dem i könnt ihr euch auch nochmal genauere Infos dazu durchlesen. Dann natürlich Seitenvorlagen, Templates, zu denen ich dann im nächsten Video kommen werde. Ist auch ein sehr wichtiger Part, habe ich erkannt so in der letzten Zeit. Dann natürlich Videoplayer, eigene Videoplayer, dass man nicht nur den von YouTube hat, so wie die meisten das haben, sondern wirklich was professioneller nochmal aussieht. Was eigenes quasi. Dann Video-Funnels direkt auch mit diesen Video-Playern. Dass direkt zum Beispiel, nachdem ein Video zu Ende ist, dann auf das nächste weitergeleitet wird. Also da hat man auch wieder Prozesse direkt. Wie bei den einzelnen Webseiten auch dann in den Funnels. Ich zeige euch das ja gleich nochmal genauer. Dann natürlich auch ein Conversion Pixel, den ich auch nutze. Um halt, ja, hier steht es auch zu tracken, also zu verfolgen, wie viele Leute haben auf den Button geklickt, wie viele Leute haben sich mit der E-Mail-Adresse eingetragen bei euch oder wie viele Verkäufe habt ihr halt erzielt. Und ja, das ist ganz einfach einzurichten, das dauert eine Minute, dann hat man das schon. Werde ich euch auch gleich noch kurz zeigen. Dann natürlich ein Blog-System. Dann, ich nutze auch persönlich den Blog. Das ist auch sehr gut und einfach gemacht, aber darum soll es heute nicht gehen, weil ich weiß, wie es am Anfang ist, wenn man alles versucht auf einmal zu machen, gleich Blog auch noch einzurichten, das wird alles zu viel. Deswegen wirklich erstmal ganz langsam nur mit der Website anfangen. Das ist am besten, wenn man noch nichts hat so. Dann natürlich ist das Ganze auch DSGVO-konform, was natürlich auch cool ist. Mit den ganzen Cookies und hier steht es auch Formular-Checkboxen und Tracking-Codes und alles. Das wird einem hier sehr einfach gemacht. E-Mail-Marketing hat man natürlich auch noch mit drin. Dafür nutze ich Funnel Cockpit auch. Also ich habe nicht noch eine extra Software, sondern nutze es gleich in Funnel Cockpit auch noch mit. Und einen Mitgliederbereich hat man in dem Paket auch noch mit drin, den ich auch aktuell nutze. Ja, wenn man das dann testen möchte, klickt man hier natürlich auf den Button. Ist ja klar. Kommt man zu Digistore24. Ja, hier sehen wir schon, 97 Cent kostet das Ganze. Deswegen steht hier auch nicht kostenlose Testphase, sondern nur 14-tägige Testphase, weil es eben 97 Cent kostet. Also wurde nicht mal geflunkert. Ja, dann trägt man hier ganz normal natürlich seine Daten ein. Und kann das dann hier drüben bezahlen. Normal, wie man es gewohnt ist. Ja, und wenn ihr das dann habt, dann nehme ich euch jetzt gleich mal mit in den Mitgliederbereich. Hier oben bei Login kommt man da natürlich rein. Ja, und so sieht es dann im Backend aus. Auf der ersten Seite im Cockpit hat man immer erstmal eine Übersicht über alle wichtigen Statistiken, Besucher, Umsätze, Geräte, von denen der Traffic kommt. Also man sieht schon bei mir, 55% der Menschen, die meine Website besuchen, machen das über das Handy, über das Smartphone. Und ja, das ist hier schon relativ wenig. Normalerweise ist der Anteil eher noch größer. Also es gibt immer mehr Menschen, ihr werdet es ja vielleicht bei euch selbst oder bei eurem Umfeld auch merken, die halt
das Ganze mobil machen. Die mobilen Webseiten meistens aufrufen. Ja, tja, kann man sich, hat man immer eine gute Übersicht gleich. Dann bei Funnels, das ist natürlich der wichtigste Bereich, wo ich meistens drin bin, kann man sich hier natürlich einmal einen Funnel erstellen. Ganz kurz hier was löschen. Ja, in letzter Zeit habe ich ein bisschen Probleme mit meiner Internetverbindung. Ich hoffe mal, das geht jetzt gleich wieder. Kurz aktualisieren. Ja, gut, egal, mache ich später. Also auf jeden Fall Funnel erstellen kann man klicken. Dann kann man sich eine Vorlage raussuchen. Empfiehlt sich natürlich als Anfänger. Oder eben auch ein Funnel importieren. Ich gehe jetzt mal auf eigenen Funnel, einfach nur um es zu zeigen, gibt man dem Ganzen hier einen Namen. Dann das Coole ist auch, man braucht nicht mal eine eigene Domain. So ganz für den Anfang, da reicht ja auch die Subdomain von Funnel Cockpit, also da steht dann immer .Funnel Cockpit noch dahinter. Und dann kann man dann hier seinen gewünschten Namen eintragen, wenn er natürlich noch frei ist. Auch sogar noch freie Glück gehabt. Ja, und dann einfach Funnel erstellen klicken. Also ihr seht schon ganz einfach. Ist doch immer alles gut erklärt hier. Ja, und hier drüben links. Also hier sehen wir jetzt schon ein paar Vorlagen von Webseiten. Darum geht es ja wie gesagt im nächsten Video. Hier links haben wir dann die Übersicht über die normalen Seiten, wo man dann hier auch eine leere erstellen kann. Oder halt hier, wie ich es meistens mache, eine Vorlage auswählt. Und hier unten noch die rechtlichen Seiten, Datenschutz und Impressum, sind auch direkt angelegt. Und ja, wie man da noch was Besseres kreiert. Also hier ist zwar schon Datenschutzerklärung und Impressum drin, aber muss man natürlich anpassen. Aber wie man da wirklich noch was Besseres macht für die Datenschutzerklärung, für das Impressum, zeige ich euch dann auch in einem der nächsten Videos nochmal extra. Gibt es auch eine gute Seite dafür, mit der das ganz schnell geht. In ein paar Minuten. Und ja, ich zeige jetzt einfach mal der Einfachheit halber meinen aktuellen Funnel, damit ich jetzt hier nicht alles neu erstellen muss. Das würde zu lange dauern. Und genau, hier sehen wir schon, dass ich jetzt hier aktuell 7 Seiten habe. Man kann natürlich auch immer einzelne unabhängige Websites reinpacken. Zum Beispiel jetzt die erste Website hier, das ist quasi meine Homepage. Die hat jetzt nicht viel mit den anderen Seiten zu tun. Genau wie jetzt die Über-mich-Seite und hier die App-Seite, da habe ich eh nur getestet. Und eine Abmelden-Seite, die will ich bald auch mal noch erstellen. Also wenn sich jemand aus meiner E-Mail-Liste austrägt, dann kommt er auf diese Seite. Ja, also im Prinzip der Grundfunnel sind nur diese 3 Seiten hier. Einmal Website August, das ist ja mein Motto diesen Monat, das ist die Landingpage. Dann meine Bestätigungsseite, wenn derjenige sich mit der E-Mail-Adresse eingetragen hat. Und dann noch meine Danke-Seite, wenn derjenige seine E-Mail-Adresse auch bestätigt hat. Also um diese 3 Webseiten dreht sich das. Genau. Und hier unten natürlich auch noch Datenschutzerklärung und Impressum. Ja, und das ist es eigentlich auch schon. Ich werde euch jetzt meine Seiten mal noch ganz kurz zeigen, damit ihr schon mal so eine kleine Idee von habt. Also ich fange jetzt einfach mal mit dem Hauptfunnel an, also meine Landingpage quasi, Eintragungsseite. Hier mit Button und Pop-up, kommen wir dann auch noch dazu in den nächsten Videos. Ja, hier unten sehen wir auch gleich Cookie-Meldung. Das kann man nämlich auch ganz einfach einstellen. Ja, dann auf der Bestätigungsseite geht es weiter. War auch eine Vorlage. Das reicht doch vollkommen aus hier. Einfach nur kurz darauf aufmerksam machen, dass derjenige sein E-Mail-Postfach überprüfen soll und sich meine E-Mail angucken soll. Und da halt die E-Mail-Adresse bestätigen soll. Und wenn er dann auf den Link zur Bestätigung klickt, das habe ich natürlich weggemacht. Wenn er dann auf den Link zur Bestätigung klickt, kommt er dann eben hier auf meine Danke-Seite. Wo es gleich mein erstes kleines Angebot gibt. So. Und zwar diesen Monat, dass es um Webseiten geht, biete ich hier gleich selber Funnel Cockpit an. Meine legendäre Funnel-Software kann man sich dann über den Button
holen natürlich und dann bekomme ich auch ein Stück vom Kuchen ab, weil es natürlich ein Partnerlink ist, der da hinterlegt ist. Und stimmt, das wollte ich euch auch noch zeigen. Und zwar gibt es natürlich auch das Partnerprogramm von Funny Cockpit. Und da könnt ihr einfach hier ganz oben auf Einstellungen gehen. Den Bereich wollte ich euch eh noch zeigen. Das sind halt die Grundeinstellungen, wo ihr auch euren Plan wechseln könnt oder Zahlungsmethode ändern könnt. E-Mail-Konten. Später geht es ja dann bei mir auch mal ums E-Mail-Marketing. Da kommen wir dann auch mal dazu. Integration. Kann man auch Digistore-Account verbinden, PayPal-Account und andere Sachen. Oder Clicktip, wenn man das für E-Mail-Marketing nutzt. Dann hier Tracking-Codes. Das ist auch ein sehr cooler Bereich. Da kann man nämlich einfach, wenn man jetzt einen Google Tag Manager nutzt, so wie ich, und das kann ich übrigens auch nur jedem von euch empfehlen, einfach mal Google Tag Manager eingeben und dann sich das Ganze einfach mal durchlesen. Man wird ja schon immer ganz gut an die Hand genommen, wenn man das einfach Schritt für Schritt macht. Und da kann man dann seine ganzen Tracking Codes eben hinterlegen und dann hat man nur noch einen einzigen Code vom Google Tag Manager und den kann man dann hier reinkopieren und dann hat man automatisch alle Tracking Codes auf der Website. Ja, und dann macht man das eben hier, gibt dem Ganzen hier oben einen Namen, dass man weiß, was es ist. In meinem Fall ist es Google Tag Manager. Kopiere hier unten den Code rein vom Google Tag Manager und hier wählt man dann einfach aus, in welchen Funnels der aktiv sein soll. Das heißt, ich muss nicht mehr wie früher bei WordPress und Thrive Themes, wo ich einmal war, auf jede Website irgendwie einzeln gehen oder so. Also ich kann es hier einmal reinkopieren, dann den Funnel auswählen und es wird dann bei dem Funnel auf alle Webseiten von dem Funnel angewendet. Genau, und das kann man hier machen, das ist ziemlich cool und erleichtert so einiges. Spart man sich viel Zeit und Energie. Und natürlich spart man sich mit Funnel Cockpit auch viel Geld, wenn man mal sieht, was man alles bekommt. Ja, Schriftarten gut, habe ich jetzt noch nicht so genutzt, aber kann man auch machen, wenn man will. Ansonsten, was nutze ich noch? Ja genau, das Partnerprogramm natürlich. Und da habe ich auch schon mal ein extra Video zu gemacht, werde ich euch jetzt hier oben rechts beim i mal einblenden, wie ich das nutze, wie man das machen kann. Und ja, seht ihr auch schon, 25% Lifetime-Provision, ist auf jeden Fall eine coole Sache, hier hat man noch schöne Werbemittel. Ja, für alle Affiliates da draußen, echt was sehr Schönes. Ja, soviel zu diesen Grundeinstellungen hier oben in der Bar. Ansonsten haben wir natürlich, wir waren ja eben noch bei Funnels, sorry, dass ich hier wieder ein bisschen durcheinander bin, hat man natürlich noch die Funnel-Einstellung, das muss ich euch auch noch kurz zeigen, kann man natürlich den Namen ändern, Sprache, hier Domain, ich nutze aktuell eine eigene Domain, weil ich es ein bisschen cooler finde, aber natürlich reicht noch eine Subdomain absolut, ist natürlich nochmal günstiger und geht auch schneller, also reicht, wenn man schnell durchstarten will, reicht es absolut aus und für den Anfang vor allem. Ja, dann hier Weiterleitung, also wenn es mal zu einer Fehlerseite kommt, 404-Page, sagt bestimmt vielen von euch auch was, kann man hier auswählen, ob man die Standardseite von Funnel Cockpit haben will oder eine eigene Fehlerseite oder eine URL-Weiterleitung machen will und so weiter und so fort. Ja, dann Header und Footer Codes, das ist dann jetzt für den Funnel, in dem wir gerade sind und da wird es dann auch wieder auf alle Websites in dem Funnel angewendet. Da habe ich auch noch ein paar drin von ManyChat, das ist für Facebook Messenger. Das ist diese kleine Bubble, die ihr hier unten seht. Kann man dann direkt über Facebook mich kontaktieren, über Facebook Messenger. Dann Proven Expert, das ist hier dieser Badge, den ihr hier seht, da diese 5-Sterne-Bewertung. Das ist ja eine Bewertungswebsite. Dann habe ich noch ein... Ach nee, das war es schon. Ja genau, die beiden Codes habe ich gerade noch drin. Das geht auch ganz einfach. Ja, hier Footer Code, da habe ich noch ConvertTab von Tommy und Sven drin. Das ist dann das, wenn man hier meinen Tab verlässt, dass es dann kurz Bing macht, so ein Geräusch, und hier oben sich dann der Titel ändert. Das ist dafür da, genau. Hier bei Cookie-Meldung könnt ihr das einfach aktivieren, den Schalter umlegen. Dann kann man hier, falls man zum Beispiel Google Analytics nutzt, noch Codes hinzufügen, damit es auch alles DSGVO-konform ist. Einfach nur den Code dann hier reinkopieren. Das ist auch ganz easy. Und hier bei Einstellungen im nächsten Reiter kann man hier den Text anpassen oder einfach den standardmäßigen, der meist grau hinterlegt ist, einfach abschreiben. Und dann passt es auch schon. Dann noch URL zu seiner Datenschutzerklärung und den Rest habe ich auch Standard gelassen. Ja, ein SSL-Zertifikat hat man auch noch.
kostenlos dazu, wenn man keine eigene Domain hat mit eigenem SSL-Zertifikat, ist man hier auch noch sicher unterwegs. Und Google mag das ja eh mehr. Ja, bei Branding kann man dann hier noch sein Affiliate-Logo aktivieren. Hatte ich auch mal an. Ich habe es jetzt ausgemacht, weil sonst wäre mir das zu viel geworden, weil ich hier unten halt noch meine Messenger-Bubble habe und noch andere Sachen. Das würde sich dann so ein bisschen überlappen. Aber ansonsten kann ich es echt empfehlen, weil so sind die Leute, die eure Website besuchen, eure Besucher, gleich direkt, wenn ihnen die Webseite gefällt, ah, okay, derjenige hat es mit Funnelcock mit erstellt und die können dann hier unten einfach auf diesen Button, der sieht genau aus, so wie ihr das hier in der Vorschau seht, können die draufklicken, können es dann auch 14 Tage testen und dann, wenn sie überzeugt sind, das auch weiter nutzen. Ja, da müsst ihr einfach nur euren Affiliate-Link eintragen. Meldet man sich einmalig über Digistore zum Partnerprogramm an und dann hat man das auch ganz easy, leicht und schnell. Ja, hier geht es wieder um Integration. Ja, genau. Eher fortgeschritten. Ja, hier hat man noch Statistiken zum Funnel an sich. Ja, auch ganz cool. Hier kann man Funnel noch teilen. Ist auch eine sehr coole Funktion. Das hängt auch wieder mit einem Affiliate-Programm zusammen. Kann man nämlich hier wieder seine Digistore-ID eintragen. Und dann, wenn man einen richtig guten Funnel so sich zusammengestellt hat, kann man den dann für andere freigeben. Und wenn diejenigen den dann auch nutzen wollen, also den quasi müssen die einfach nur kopieren und dann ein bisschen ihrs vielleicht noch eintragen. Ja, dann können die sich dann auch Funnelcock betonen und ihr kriegt dann auch gleich wieder eine Provision. Ja, das ist alles. Dafür liebe ich Funnelcockpit auch, dass es hier alles immer gut erklärt ist. Es ist sehr übersichtlich gemacht, sehr einfach und sehr, ja, selbstredend schon, sehr verständlich. Ich würde behaupten, meine Oma würde das auch hinkriegen, sich hier eine gute Website zusammenzubauen und einen guten Funnel aufzustellen. Ansonsten war es jetzt auch schon grundlegend so das Wichtigste. Ja, ich würde euch jetzt noch ein paar Extras zeigen. Lasst euch davon nicht irritieren. Ich will euch nur kurz damit zeigen, was noch so möglich ist. Im kleinsten Paket schon, was ich auch aktuell nutze. Und zwar sind das natürlich einmal ja, also die Funnel-Seiten, da waren wir ja schon. Da habe ich hier noch meine Homepage, wollte ich euch auch noch kurz zeigen. Ich komme hier schon wieder durcheinander. Dann hier noch eine kurze Über mich-Seite. Auch alles aus Templates von Funnelcockpit erstellt. Ja, und die unteren beiden, diesen. Das mit der App war nur zum Testen, das mit dem Abmelden, das mache ich bald noch. Das ist erstmal nicht relevant. Natürlich Datenschutzerklärung und Impressum. Ja, und ansonsten haben wir natürlich noch einen Mitgliederbereich, wo ich mir neulich auch mal einen zusammengestellt habe. Und ja, wie man sich den aufbaut, habe ich auch schon mal in einem anderen Video gezeigt. Das heißt, glaube ich, sogar irgendwas mit Mitgliederbereich im Titel. Ja, ich werde es, denke ich mal, auch hier oben verlinken, beim i. Damit, falls euch das interessiert, wie man das alles einstellt. Und ja, zeige ich euch einfach nur kurz, wie das aussieht. Genau, da habe ich oben noch eine kleine Möglichkeit zum E-Mail eintragen. Mein Mitgliederbereich ist aktuell kostenlos. Man kann das Ganze natürlich auch kostenpflichtig machen. Ja, hier steht schon, Video kommt. Da ich ja gerade jeden Monat ein neues Motto habe, wird auch nicht auf Dauer so sein, aber aktuell, dieses Jahr mache ich es noch so. Kommt da jetzt bald hier noch ein Video, aktuell ist hier nur der Button zum PDF. Und ansonsten habe ich dann hier noch ein Video drüber. Das werde ich da jetzt noch reinpacken. Ja, dann hier hat man natürlich die ganz normale Navigationsleiste. Bei Funnelcock wird das auch alles gut mobil optimiert, also am Smartphone sehen die Seiten auch alle gut aus. Genau, da geht es ja weiter zum nächsten Thema, mobil optimierte Templates. Darum geht es ja dann auch im nächsten Video. Hier wieder eine PDF, also mit dem Button kann man die downloaden. Genau.
die Videos, wie gesagt, müsst ihr euch jetzt hierher denken, die werde ich bald noch hier hinmachen, die nächsten Tage. Dann geht's weiter mit Datenschutz. Hier wieder eine neue PDF. Pop-ups und Verknappung. Das sind aktuell so die 5 Themen, die ich diesen Monat habe hier in meinem Mitgliederbereich. Ja, wie gesagt, die Videos füge ich jetzt dann noch ein. Genau. Und dann noch zum Blog, dass ihr das auch mal noch gesehen habt, das Feature. Da habe ich auch einen. Ich habe hier oben natürlich ganz normal Logo, Navigationsleiste mit Kategorien. Hier geht es noch zu meiner Landingpage auch. Hier ein kleiner Banner für Funnel Cockpit, wo ich auch meinen Affiliate-Link dahinter habe. Hier rechts hat man die Leiste mit weiteren Blogbeiträgen. Hier habe ich noch meinen Instagram-Account eingefügt und meinen Twitter-Account an der Seite. Ja, hier unten ist noch ein Banner. Der wird jetzt gerade irgendwie am Laptop nicht geladen, da muss ich schon mal gucken. Ich weiß nur, mobil am Handy wird er gerade geladen. Das ist das Wichtigste, weil da kommt der meiste Traffic her heutzutage. Und ich werde aber noch mal gucken, dass das hier auch am Laptop ordentlich funktioniert. Das ist natürlich gerade nicht so optimal. Ja, gut. Und hier natürlich dann die Blogbeiträge, die einzelnen. Ja, und wenn man da draufklickt, sieht man natürlich ganz normal den ganzen Beitrag. Auch mit Video hier, da seht ihr gleich den Videoplayer von Funnel Cockpit in Aktion. Da sieht man schon, das ist was Eigenes, was Professionelles. Genau. Ja, und so sieht das aus. Wollte ich euch nur noch kurz zeigen. Hier unten kann man natürlich ganz normal kommentieren. Ja, genau. Hier unten noch ein paar Links. Ein paar wichtige. Und hier links kann man das natürlich auch noch auf Social Media teilen. Den Blogbeitrag, falls man ihn gut fand. Ja, und das ist jetzt auch schon alles so zur groben Übersicht für Funnel Cockpit. Video müsste auch schon wieder bald 30 Minuten gehen, fast, glaube ich. Also ja, im nächsten Video wird es dann auf jeden Fall darum gehen, wie ich das mit den Templates, mit den Vorlagen mache. Wie ich die nutze, um Websites zu erstellen. Und dass ich die auch wirklich immer nutze. Da will ich euch einfach mal so ein bisschen die Macht der Vorlagen erklären. Und ja, ansonsten, falls ihr noch Fragen habt, schreibt mir gerne einen Kommentar. Und ansonsten würde mich auch mal noch interessieren, was nutzt ihr aktuell für einen Website-Builder? Also welche Software nutzt ihr aktuell, um eure Websites zu bauen? Ansonsten bin ich jetzt erstmal raus und würde sagen, bis zum nächsten Video. Ciao, euer Chris. Ich habe natürlich mal wieder was vergessen. Das kommt davon, wenn man die ganzen Videos spontan macht. Genau, und zwar wollte ich ja noch ganz kurz euch hier die weiteren Bereiche zeigen, die ich nutze. Und zwar haben wir natürlich einmal Tracking. Da benutze ich den Conversion Pixel. Da kann man hier auf Pixel erstellen klicken. Ihr seht hier schon meinen Pixel. Gibt dem einfach einen Namen und wählt einen Typ aus. Ich habe einen für Leads, der dann halt die Eintragung misst. Also wie viele Leute sich eingetragen haben über mein Eintragungsformular, Kontaktformular. Ja, und dementsprechend würde ich dann auch dem Namen vergeben, irgendwas mit Lead oder wie habe ich es gemacht? Affiliate Gepard Pixel. Gut, das war jetzt vielleicht nicht so schlau. Um noch besser zu erkennen, was es ist, sollte man es dann auch nach dem Typ benennen. Also in dem Fall Leads oder Eintragung auf Deutsch. Mache ich jetzt auch gleich mal für mich. Das ist einfach übersichtlicher. Dann bei Videos natürlich nutze ich den Video Player. Und hier seht ihr schon ganz viele Videos. Und dann mache ich es meistens so. Man klickt hier einfach auf Video Player erstellen. Man muss aber nicht extra in den Bereich gehen. Meistens mache ich das, während ich einen Blogbeitrag schreibe. Oder während ich im Mitgliederbereich was einfüge. Oder während ich bei den einzelnen Funnel-Websites, bei den Webseiten da, ein Video einfüge. Da kann man das auch direkt dann drinnen machen. In dem Drag-and-Drop-Builder kann man dann auch direkt einen neuen Videoplayer erstellen. Aber ansonsten gibt man hier auf Videoplayer erstellen, gibt dem wieder einen Namen und empfohlen wird, dass man das Video hochlädt. Ja, das mache ich manchmal auch. Wenn ich jetzt direkt was hier für Funnel Cockpit aufgenommen habe, für meine Website, dann mache ich das auch so. Das ist am besten, das lädt dann auch am schnellsten.
Aber manchmal mache ich es auch so, dass ich YouTube-Videos mir nehme und dann einfach den Link vom Video kopiere und dann hier einfüge. Und dann klickt ihr einfach auf Video hinzufügen und dann habt ihr das Video genauso drin. Genau. Und ansonsten drücke ich hier immer noch den, also ich setze hier immer noch den Haken bei Animator Play Button, damit der eben so pulsiert. Sieht ganz schön aus und immer noch bei Mobil ohne Vollbildmodus abspielen. Hat sich bei mir auch als sinnvoll herausgestellt. Würde ich euch auch empfehlen. Ja, manchmal füge ich auch noch hier mein Thumbnail hinzu. Wenn ich ja eins bei YouTube hatte, dann kann ich es einfach bei YouTube runterladen und dann hier auch einfügen. Das sieht dann auch nochmal schöner aus. Ja, und das war's dann auch schon. Am Ende klickt man dann nur noch auf Erstellen, wartet kurz und dann hat man da schon seinen eigenen coolen Videoplayer. Also gibt sehr viele Optionen hier, das ist in jedem Part so, aber meist nutze ich nur einige wenige, die für mich besonders praktisch sind und mir besonders gut gefallen. Wie das halt meistens so ist. Ja, den E-Mail-Bereich nutze ich natürlich auch noch. Darum geht es dann, wie gesagt, bald auch mal ums E-Mail-Marketing. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Und ansonsten, ja, ansonsten sind wir auch schon durch. Viel mehr nutze ich aktuell gar nicht so aktiv. Und ja, ich würde sagen, jetzt war es aber wirklich. Also bis zum nächsten Video. Ciao, Chris.